Ja, wir bekommen das tatsächlich oft in den Gesprächen mit, warum keine neuen Kunden kommen durch ständiges Posten in Instagram und Co. Du musst dir halt eins vorstellen, wenn du jetzt 100 Follower hast, du bespielst ja jedes Mal immer die gleichen Menschen. Du erreichst gar nicht neue. Du solltest lieber eine aktive Werbeanzeige schalten, wo man dich zum ersten Mal kennenlernt. Wenn sie jetzt den ersten Kontaktpunkt haben, solltest du diesen Kanal eigentlich nutzen. Wenn sie Interesse zeigen und auf deinen Instagram-Kanal gehen oder sonst wo, YouTube, was weiß ich, dann ist der Zeitpunkt da, wo sie ja eigentlich Vertrauen sammeln wollen. Diese Kanäle solltest du bespielen mit Content, wo man Einwände im Vorhinein behandeln kann und denen einfach mal den Mehrwert geben kann. Weil dann passiert was ganz anderes. Die Leute schauen dein Content an, sehen vielleicht mal, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie es bei der Arbeit aussieht, wie sehen die Prozesse aus, lernen dich als, ja, sagen wir als Person ein bisschen näher kennen. Du bist damit greifbarer und diese Sachen gewinnen bei ihm natürlich Vertrauen. Das heißt, wenn du jetzt schon Mehrwert bringst, Fragen beantwortest, die er sich eigentlich noch nie Gedanken gemacht hat, dann wird er in der Customer Journey um Längen voraus sein gegenüber deiner Mitbewerber.